Coco fragte sich, worüber Herr Glas und Herr Zobel sich wohl unterhielten. Na schön, meine Kunst gefällt Ihnen nicht. Aber wenn Sie mir verraten würden, wonach Sie suchen, könnte ich Ihnen vielleicht helfen. Hallo, Coco. Hallo, du bist ein Affe, habe ich recht? Aha. Herzlichen Glückwunsch. Also, nach welcher Art Kunst suche ich? Sehen Sie sich mein Gebäude an, meine Eingangshalle. Sehen Sie mich an, ich sage nur einzigartig. Was für ein Gemälde kommt also nun in Frage? Das genauso einzigartig ist. Ja, ich hab's. Sue Berm ist die Malerin, die zu Ihnen passt. Gehen wir zu ihr. Ist sie einzigartig? Ja, und sie besitzt großes Talent. Du kannst auch mitkommen, Coco. Sie wird dich mögen. Eine Malerin, die im Zoo wohnt. Das gefällt mir. Das ist einzigartig. Aha, Sue Berm hat einen Elefanten. Auch das ist einzigartig. Nein, nein, Sue Berm hat keinen Elefanten. Sue Berm selbst ist ein Elefant. Darf ich vorstellen? Die Malerin Sue Berm. Der Elefant ist also die Malerin. Das ist mehr als einzigartig. Sue Berm griff sich den Schwamm. Wollte sie etwa das, was Coco gemalt hatte, wieder wegwischen? Pass auf, wie sie den Schwamm benutzt, Coco. Das ist ihre Unterschrift. Sie ist fertig. Ich nehme es. Komm einfach wieder, dann kannst du noch mal mit Sue Berm malen, Coco. Es ist genial und es ist einzigartig. Möchten Sie, dass es in einem besonderen Licht erscheint? Besonders gefällt mir. Ich bin besonders. Kommen Sie mit in mein Atelier. Sharky hatte schon wieder Lust zu spielen. Herr Glas würde darüber nicht erfreut sein. Aber vielleicht konnte Coco noch etwas retten. Coco bat Sue Berm, genau das gleiche Bild noch einmal zu malen. Ein Hund, der wild auf dem Bürgersteig herumhüpfte, bedeutete zweierlei. Erstens, Sharky war mal wieder abgehauen. Und zweitens, Coco spielte mit ihm mal wieder das spannende Spiel Folge dem Anführer. Hector allerdings empfand dieses Verhalten einfach nur peinlich und würdelos.
Hab ich dich. Zeit nach Hause zu gehen, du Ausreißer. Hallo, Coco. Wiedersehen, Coco. Warum war Hector nur nicht so ein lustiger Hund? Bichaki. Hector hatte ihn reingelegt. Er war nach oben gelaufen, nur um mit ihm zu spielen. Das war genau der richtige Moment für Kokos neuen Fußball. Auf einmal wollte Hector nicht mehr spielen? Dieser Hund konnte sich einfach nicht entscheiden. Oh, oh, gab es hier einen Unfall? Na komm, gehen wir dich waschen, mein Freund. Coco beschloss, Hector heute nicht mehr zu belästigen. Jetzt wollte Hector wieder spielen. Coco verstand es einfach nicht. Aber er würde sich sicher nicht mit ihm darüber streiten. Er hatte noch nie gesehen, dass Hector sich so benahm. Coco beschloss, alles sauber zu machen, damit Hector keinen Ärger bekam und nicht wieder die Lust am Spielen verlieren würde. Jetzt kannst du dich wieder sehen lassen. Oh nein! Was ist passiert? Meine Rezeption! Jemand hat... Coco? Coco? Was machst du da? Du warst es nicht? Aber wer war es dann? Das kann doch nicht so schwer sein. Sag einfach die Wahrheit. Coco wollte nicht, dass Hector Ärger bekam. Aber er hatte keine Wahl. Niemand wird für die Wahrheit bestraft. Nun, wenn niemand bestraft werden würde... Das war Hector? Coco, denk noch mal genau nach. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass Hector so ein Durcheinander anrichtet? Wenn man verschlafen durch die Wohnung läuft, können die normalsten Dinge verrückt aussehen. Hallo, guten Morgen. Und verrückte Dinge? Noch verrückter. Ja, so sieht Astronautentraining aus. Endlich, morgen ist mein großer Tag. Ich fliege zum ersten Mal ins Weltall. Weiter. Coco, du kannst gern zusehen, aber bitte lass mich trainieren.
Na ja, nicht so schlimm. Fallen gehört auch mit zu meinem Trainingsprogramm. Guten Morgen, Jungs. Ihr beide erinnert euch sicher an Professor Einstein und Professor Pizza. Sind Sie bereit, der erste Mann mit gelbem Hut zu sein, der sich frei im Weltraum bewegt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der bereiter wäre als ich. Fragen Sie meinen Affen. Sie kennen unsere Mission. Ihre Aufgabe ist es, das Einstein-Pizza-Teleskop zu reparieren. Wie jedes normale Teleskop lässt es Dinge, die weit entfernt sind, näher aussehen. Aber unser Teleskop ist viel größer. Daher kann man damit viel, viel weiter sehen. Außerdem befindet es sich im All, jenseits aller störenden Frequenzen der Erdatmosphäre. Es liefert uns diese fantastischen Bilder entlegener Planeten und kosmischer Nebel. Oder auch Kometen. Aber die Steuerung ist defekt und infolgedessen zeigt es auf die Erde. Nun, um es präzise zu sagen, das Fernglas ist direkt auf Professor Pizzas Küchenfenster gerichtet. Seit einem Monat sehen wir, wie Toni kocht. Und einmal auch, wie sein Hund an einer Torte leckt. Das haben wir erst entdeckt, nachdem wir die Torte gegessen hatten. Um das Teleskop wieder funktionstüchtig zu machen, müssen die alten Batterien gegen diese hier ausgetauscht werden. Von hier kannst du besser sehen. Außerdem werden sie die drei zylinderförmigen Gyroskope austauschen müssen. Gyroskope helfen, das Teleskop auszurichten. Das ist tatsächlich schwer zu verstehen. Ich werde es ein andermal erklären. Tut mir leid, Coco. Zu kompliziert für kleine Affen. Nein, nein. Ich habe Sie gemeint. Oh, verstehe. Sie werden die Sicherungsmutter des Teleskops mit diesem elektrischen Schraubenzieher entfernen. Ist der Hebel auf der linken Seite, dreht er sich nach links und löst die Sicherungsmutter. Um die Mutter wieder festzuschrauben, legt man den Hebel nach rechts und dann dreht er sich nach rechts. Wow, hast du verstanden, Coco? Links auf, rechts zu. Sogar im Weltraum. Alles klar, es ist Zeit für den Start. Also, wenn ich meinen Weltraumspaziergang beginne, schließe ich die Tür hinter mir, genau wie zu Hause. Nein, sie tun gar nichts. Wir haben sie so konstruiert, dass sie sich automatisch schließt und verriegelt, sobald sie hindurchgegangen sind. Aber wie komme ich wieder hinein? Ich sehe keinen Türgriff. Oh, da gibt's sicher irgendwo einen Geheimknopf. Eigentlich nicht. Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten nicht bedacht, wie er nach dem Weltraumspaziergang wieder hineinkommen soll, Einstein. Aber die Automatikverriegelungstür war Pizzas Idee. Nein, die sich automatisch schließende Tür war meine Idee. Er meinte, wir bauen eine Selbstverriegelungstür. Wir müssen die Mission leider abbrechen. Oh nein, bitte. Wie wäre es, wenn jemand mit mir fliegt und die Tür von innen öffnet, wenn ich wieder hinein will? Es gibt nicht genug Platz für einen weiteren Mann. Das Haus auf dem Land war ein toller Ort für den Affen. Auch wenn Coco sich manchmal nicht so ganz an die Hausregeln hielt. Das ist doch nicht zu ver... Die Wände werden nicht bemalt. Hast du unsere Hausregeln vergessen? Coco, wie war das gleich? Streicht man die Butter mit den Füßen auf den Maiskolben? Einige Hausregeln waren sinnvoll, aber diese machte seine Füße irgendwie nutzlos. Schade drum. Die Tiere im Baum mussten sich keine Gedanken über irgendwelche alten Hausregeln machen. Also könnte das doch auch ein nettes Plätzchen für einen Affen sein. Ja, im Baum war es nett. Aber zu Hause war es netter. Oh,
Vermute ich richtig, dass du dich jetzt über ein flauschiges, trockenes Handtuch freuen würdest? Hm? Na dann komm. Coco konnte nicht im Baum wohnen und dabei so trocken bleiben wie im Haus. Es sei denn, er hätte ein Baumhaus. Dann würde er auch sofort seine eigenen Hausregeln aufstellen. Am nächsten Morgen machte sich Coco an die Arbeit. Zuerst suchte er den dicksten Ast aus. Dann wählte er sein Material, Pappe. Darin war mal der Kühlschrank verpackt. Nein, er brauchte unbedingt etwas, das weniger biegsam wäre. Also zog Coco los, um zu sehen, woraus andere Häuser gebaut waren. Ach, du bist es, Coco. Ich zimmere gerade einen neuen Hühnerstall. Das sind meine Pläne dafür. Natürlich. Coco brauchte einen Plan. Hübsch. Coco liebte Blaubeeren. Und die besten Blaubeeren gab es bei den Renkins. Lass es dir schmecken, Coco. Langsam, nicht so viele auf einmal. Wo ist denn Frau Renkins heute? Oh, sie ist hinter der Scheune und macht ihren Ballonstart klar. Ein Ballon? Der Tag wurde immer besser. Hallo, Coco. Das ist ein toller Ballon, was? Machte Bill Witze? Hier war nirgendwo ein Ballon zu sehen. Ihr kommt gerade recht, ihr könnt mir helfen. Möchtest du beim Aufblasen helfen? Das macht bestimmt Spaß, Coco. Ihn aufblasen? Wenn er ihn nur sehen würde. Alle Mann festhalten und hochheben! Da war er also. Ein riesengroßer Ballon, so groß wie die ganze Scheune. Du kannst auch mit auspacken, Coco. Coco hatte das Gefühl, dass es sehr, sehr lange dauern würde. Oder doch nicht? Geh zur Seite, Coco. Toll, was? Heiße Luft ist leichter als kalte Luft. Und weil die Luft innen heiß ist, steigt der Ballon nach oben. Frau Renkins lässt mich übrigens mitfliegen, damit ich die Nester der Scharlachthangare fotografieren kann. Das sind Vögel. Ich bin Experte, was Tangaren betrifft. Du kannst gern mitkommen, wenn du Lust dazu hast. Soll das ein längerer Ausflug werden? Nein, einfach nur hoch und wieder runter. Wir bleiben am Boden verankert.
Das Seil hier ist unser Haltetau. Falls der Wind uns fortwehen will, hat er null Chance. Ah, also wenn das so ist, dann steig ruhig ein, Coco. Okay. Ich bin gleich wieder da, Jungs. Dann können wir starten. Du bist ziemlich gelenkig für einen Jungen aus der Stadt. Oh! Oh! Wir dürfen nicht ohne Frau Renkins aufsteigen. Es gibt für alles Vorschriften, Coco. Oh! Frau Renkins! Eventuell verstoßen wir gerade gegen die Vorschriften. Ach du meine Güte, wir müssen ihnen folgen. Auch das noch. Armer Coco, oh je, ich hoffe, er hat nicht allzu große Angst. Für Coco konnte der Tag nicht schöner beginnen. Etwas essen, trinken, lesen und sonst nichts tun. Wenn man davon absieht, was er schon längst hätte tun sollen. Coco! Ja. Wolltest du nicht gestern dein Zimmer aufräumen? Das war doch versprochen. Kein schöner Anblick, dieses Chaos hier. Außerdem kann man sich verletzen. Da habe ich aber Glück gehabt, dass die Wand hier steht. Also, räume jetzt bitte auf. Wenn ich heute von der Arbeit komme, möchte ich den Abend mit dir in einem schönen, sauberen Wohnzimmer verbringen, okay? So. Es sah lustig aus, auf einem Auto durch die Gegend zu rollen, bis auf das gegen die Wand knallen. Wenn ein Auto schon Spaß macht, müssen zwei Autos noch mehr Spaß machen. Coco musste seine tollen neuen Autoschuhe unbedingt jemandem zeigen. Mal sehen, was Hector für Augen machen würde. Nein, dass er so guckt, hatte er nicht erwartet. Hector war entsetzt und er wollte keine Affenhandabdrücke auf den sauberen Glastüren. Coco hatte keine Ahnung, wie man umdreht und zurückfährt. Ich weiß nicht. Wir haben zu viele Rollschuhe. Also, was können wir uns einfallen lassen, damit die Leute mehr Rollschuhe kaufen? Was hältst du von der Idee, einen rollschuhlaufenden Affen zu engagieren? Er könnte eine Vorstellung geben. Nicht schlecht, aber verrate mir mal, wo wir einen rollschuhlaufenden Affen hernehmen. Diese Rollschuhe sind ein Geschenk von uns. Dreh damit so viele Runden in unserem Geschäft wie nur möglich. Gib ihm lieber noch ein paar, Schatz. Siehst du nicht, dass er vier Füße hat? Ich dachte, das seien vier Hände, aber das macht ja keinen Unterschied. Okay, du bist startklar. Dann zeig mal, was du alles drauf hast. Oh! Also ich würde es doch fast besser finden, wenn er draußen übt. Ja, erwischt! Rollschuhlaufen will gelernt sein. Wenn du es kannst, kommst du zurück. Okay. Glaubst du, wir sehen ihn je wieder? Wenn du einem Affen nicht vertrauen kannst, Schatz, wem kannst du dann vertrauen? Coco fuhr voll auf seine neuen Rollschuhe ab.
Aber wozu waren diese schwarzen Dinger gut? Also eins stand fest. Er musste sofort zu Hector und ihm eine kleine Vorstellung geben. Zumal er jetzt wusste, wie man anhält. Warten Sie, ich helfe Ihnen doch gern. Ah, Hector, du passt hier schön auf. Ein Affe auf Rädern sah ziemlich dämlich aus. Dagegen ein stolzer, drahtiger Dackel auf Rädern. Coco wusste genau, was Hector wollte. Ein Äffchen in der Großstadt zu sein, ist eine aufregende Sache. Aber manchmal schwierig. Ja, wir könnten wirklich frische Landluft gebrauchen, hm? Der Mann mit dem gelben Hut wusste genau, wann es Zeit war, mit dem Äffchen die Stadt zu verlassen. Atme schön tief in die Lunge und genieße diese herrliche, frische Landluft. Ja, endlich angekommen, nicht wahr? Du kannst die Luft wieder ausatmen. Es ist genug davon da, Coco. Mal, so wie es aussieht, hat Bill einen Kaninchenstall in seinem Garten gebaut. Willst du die Kaninchen mal besuchen? Das wird euch schmecken. Oh, hallo. Haben Sie Coco mitgebracht? Woher weißt du, dass wir es sind? Hab geraten. Hey, ich hab Kaninchen bekommen. Wollt ihr sie sehen? Coco hatte noch nie Kaninchen aus der Nähe gesehen. Magst du meine Kaninchen, Coco? Haben sie auch Namen? Klar! Das sind Wuschel, Schneeball, Kekschen, Pünktchen, Schwarzuhr, Wattebausch und Herbert Hoppinger. Und das ist ihre Mutter. Willst du eins streicheln? Welches? Kekschen, Schneeball? Wuschel. Wuschel ist echt cool. Ich erzähl dir erst mal was über Kaninchen, bevor du eins anfasst. Hoppla! Ich muss ja meine Zeitungen austragen. Tut mir leid. Komm morgen wieder, dann kannst du sie alle streicheln. Tja, dann musst du wohl leider Geduld haben, Coco. Coco wollte nicht bis morgen warten. Wer könnte schon flauschigen Kaninchen widerstehen? Gehst du raus? Sei aber ein braves Äffchen. Coco dachte, die Kaninchen brauchen doch Gesellschaft, wenn Bill nicht da ist. Sie waren so friedlich und flauschig. Kaninchen eben. Niedliche Kaninchen. Bill hatte bestimmt nichts dagegen, wenn Coco mal eins streichelte. Nur einmal. Und er würde ganz vorsichtig sein. Die Kaninchen waren so friedlich und flauschig. Und fix.
Sie waren so schnell, dass Coco sie kaum sehen konnte. Sie waren viel zu schnell, um sie zu streicheln. Und viel, viel zu schnell, um auf ihn zu hören. Nur ihre Mutter saß ruhig im Stall. Aber Coco ging lieber kein Risiko mehr ein. Nun musste er nur noch die Futterschälchen zählen, um herauszufinden, wie viele Kaninchen noch fehlten. 7. Das hieß, es fehlten noch 7. So, aus dem Garten konnten sie nicht raus. Hector war stolz, ein Hund zu sein, der sich nicht ablenken ließ. In Gedanken war er immer bei der Arbeit. Ob sein Freund der Portier es wusste oder nicht. Na, was ist denn, mein Junge? Hast du schon wieder Hunger? Oh, der Fahrstuhl ist angekommen. Guten Morgen. Es ist ein herrlicher Tag, genießen Sie ihn. Dir auch einen schönen Morgen, Hector. Ja, ich weiß ganz genau, was du jetzt gerade denkst. Hector fragte sich, ob Coco jetzt die Stadt auf den Kopf stellen oder noch schlimmer, sie in ein Chaos stürzen würde. Was haben wir denn hier für mein hungriges Lieblingshundchen? Na, kann ich deine Gedanken lesen oder nicht? Nein, konnte er nicht. Oft sind die schlauesten Hunde die verkanntesten. Coco wollte dem Mann mit dem gelben Hut zeigen, wo er geholfen hatte. Nämlich in Appetitos Küche. Ups! Also über Coco kann ich nur ein Loblied singen. Er war mir eine große Hilfe und besonders beim Schnelllaufräumen. Nun, darin hat er auch eine Menge Übung. Oh, es tut mir leid, aber ich fürchte, heute habe ich keine Arbeit für dich. Ah, ich habe eine Idee. Weißt du was? Mein Freund Herr Glas braucht dringend Hilfe. Es ist zwar am anderen Ende der Stadt, aber du wärst genau der richtige Mann für ihn. Tut mir leid, Coco. Ich habe keine Zeit, dich durch die Stadt zu fahren. Vielleicht ein andermal. Naja, also, ich könnte ihn hinbringen, wenn Sie nichts dagegen haben. Oh, ja klar, einverstanden. Versprichst du, ein braver kleiner Affe zu sein? Es ist ein riesengroßes Gebäude und gehört meinem Freund, der Glaspalast. Wie ich schon sagte, Appetito, ich brauche einen Fensterputzer, der ganz, ganz, ganz dort oben arbeiten kann, ohne dass ihm schwindelig wird. Und Mut gehört auch dazu. Na, wenn das keine Herausforderung ist, was, Coco? Aber Herr Glas, mein kleiner Freund hier ist ein exzellenter Kletterer. Er ist nicht umsonst ein Affe. Herzlichen Glückwunsch. Bis 14:45 müssen alle Fenster sauber sein. Schaffst du das? Hier ist alles, was du brauchst. Und deine schicke Mütze. Fenster putzen ist keine leichte Arbeit. Wie ich sehe, nimmst du deine Sache sehr ernst. Es darf dich nicht interessieren, was die Leute da drin machen. Sei nicht neugierig, sonst bekommst du Probleme. Coco versprach, nicht neugierig zu sein. Aber kleine Äffchen vergessen manchmal, was sie versprochen haben. Es war schwer, nicht hineinzugucken.
Er konzentrierte sich ganz und gar auf das Putzen. Versteckt, da hätte ich dich nie gefunden. Ich danke dir, Fensteraffe. Zu gucken, wann der Mann mit dem gelben Hut nach Hause kam, war einfach. Wenn man so scharfe Augen wie Coco hatte. Denn kein anderer Mensch war so gelb. Naja, fast keiner. Coco freute sich immer, den Mann mit dem gelben Hut zu sehen. Aber ihn mit einem großen Geschenk zu sehen, war noch viel besser. Hallo, Coco. Wie war dein Vormittag? Warst du ein braves kleines Äffchen? Fein, so muss es auch sein. Moment mal, Coco. Das Geschenk ist diesmal nicht für dich. Es ist für Frau Professor Weisheits Geburtstag. Du kannst sehen, was drin ist, wenn sie es aufmacht. Heute beim Abendessen, versprochen. Abendessen? Das war noch eine Ewigkeit hin. Er konnte doch schon einen kleinen Blick riskieren. Wenn du unbedingt was auspacken willst, komm in die Küche. Hier, stell dir vor, die Schale dieser Orange wäre Geschenkpapier. Dann kannst du was auspacken und mir dabei helfen. Orangenschale fühlte sich gar nicht an wie Geschenkpapier. Aber es war etwas Schönes drin. Vielleicht war die dicke Schale dazu da, dass man nicht nass gespritzt wurde. Die Zwiebelhaut fühlte sich schon mehr wie Geschenkpapier an. Aber es roch überhaupt nicht wie ein schönes Geschenk. Boah, kein Wunder, dass Käse eingepackt wurde. Die beiden Verpackungen waren zwar verschieden, aber in beiden war etwas drin, das furchtbar stank. War das Geschenk für Frau Professor Weisheit etwa aus demselben Grund verpackt? Coco, würdest du mir bitte einen Apfel schälen? Das war schon viel besser. Der Apfel duftete wunderbar. Oh. Ach, hör mal, Coco. Die anderen Früchte lässt du aber bitte so, wie sie sind. Das sind Frau Professor Weisheits Lieblingsfrüchte. Die habe ich extra für ihren Geburtstag gekauft. Coco, könntest du meine Hose für mich abholen? Ich habe sie im Kaufhaus umändern lassen. Hier, bitte. Keine Sorge, wir machen es nicht ohne dich auf. Warte einen Moment, ich bin in einer Minute wieder mit den Hosen da. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht gehabt. Mit dieser wichtigen Aufgabe dachte Coco schon gar nicht mehr anders. Prächtige, herrliche, wunderschön eingepackte Geschenk.
Er fand nichts zu essen, nichts zu schnuppern. Einfach gar nichts. Das Einzige, was Coco fand, war ein Rätsel. Warum sollte man leere Schachteln verpacken? Ich möchte, dass Sie ganz ehrlich sind, bitte. Dieses Schaufenster ist mein ganzer Stolz. Das ist nicht einfach ein Schaufenster. Es erzählt eine Geschichte. Erinnerungen an einen Geburtstag. Genial. Ich bin entzückt. Was? Also ich dachte, na ja, also, danke schön. Das ist wirklich lustig. Eine Banane fährt Auto. Oh, das bin ich. Also, ich fühle mich geehrt, dass ich in einem so großartigen Kunstwerk zu sehen bin. Und weißt du auch, wo großartige Kunstwerke hingehören? Der beste Platz dafür ist der Kühlschrank. Damit es hält, brauchen wir unbedingt einen Magneten. Lass mich sehen, hier im Schubfach muss doch irgendwo einer sein. Oh, das ist der einzige, den ich gefunden habe. Du hast recht, der passt gar nicht zu deinem schönen Bild. Also gut, wir haben eine Aufgabe. Wir gehen jetzt ein paar hübsche Magnete für dein Bild kaufen. Coco, bitte pass auf, turne nicht am Kühlschrank herum. Oh je. Na schön, jetzt haben wir zwei Aufgaben. Magnete und Griff für den Kühlschrank kaufen. Hallo, Frau Professor Weisheit. Hallo, ihr beiden. Oh, da seid ihr hier wohl falsch. Dieses Bild gehört doch in ein Kunstmuseum. Wir wollen ein paar tolle Magnete kaufen, um es am Kühlschrank festzumachen. Sag mal, wenn du einmal hier bist, willst du unsere neue Magnetausstellung sehen? Ja, gern. Oh, sie meinten sicherlich Coco. Coco wollte eigentlich schnell wieder nach Hause, um sein Bild aufzuhängen. Aber neugierig war er doch. Willkommen im Reich der Magnete. Ich glaube, die Kraft von Magneten ist meine liebste unsichtbare Kraft. Coco hätte am liebsten den ganzen Tag hier verbracht, aber er hatte noch etwas Wichtiges vor. Oh, natürlich. Wir kommen ein andermal wieder, um uns hier alles anzusehen. Bevor du gehst, nimm einmal diesen Magneten und versuche damit, das Auto dort zu berühren. Und jetzt versuch es mal mit dem letzten Auto. Nicht alles ist magnetisch, nur bestimmte Metalle. Schau dir doch das hier mal an, Coco. Das hier ist ein Magnet, siehst du? Aber alles, was von einem Magneten angezogen wird, kann auch zu einem Magneten werden. Du musst es nur an ihm reiben, in dieselbe Richtung. Es ist wirklich faszinierend. Oh, das hier hätte ich beinahe vergessen. Noch etwas mit geheimen Kräften? Das hier? Nein, das ist das geliehene Pizzablech. Ich wollte es Ihnen zurückgeben. Vielen Dank. Coco wollte jetzt schnell die kleinen Magnete kaufen und dann ab nach Hause. Aber vorher musste er wissen, was hier drin noch alles magnetisch war. Das Dino-Skelett? Nein. Das versteinerte Erdferkel? Die Ritterrüstung?
Oh ja, und wie? Oh, sehen Sie! Coco! Ich halte die Rüstung. Versuchen Sie, ihn wegzuziehen. Coco, das Bein, die Rüstung, alles wackelt! Warte, Coco, es wird Zeit, dass du mir den großen Magneten zurückgibst. Coco war dabei, ein wichtiges Experiment durchzuführen. Er testete die Wohnzimmermöbel auf ihre Sprungeigenschaften. Dieser Teil der Couch machte ein ganz anderes Geräusch. Aber es war gar nicht die Couch. Es hörte sich nach etwas Großem an. Und nach etwas Schwerem. Und es kam von dort oben. Du hast bestimmt den neuen Mieter über uns herumlaufen hören. Er ist vergangene Woche eingezogen. Aber was Coco gehört hatte, klang viel lauter als einfache Fußstapfen. Was tust du da? Coco, glaub mir, das sind die Schritte von unserem neuen Nachbarn. Etwas anderes kann es nicht sein. Und mit Sicherheit hat er kein wildes Tier da oben. Der Mann mit dem gelben Hut wohnte doch mit Coco zusammen. Also warum sollte der neue Mieter nicht auch ein Tier bei sich haben? Aber was für ein Tier? Natürlich, der neue Nachbar hatte einen Elefanten. Das musste er sofort dem Mann mit dem gelben Hut sagen. Oh, Coco? Du hast gerade von einem Elefanten geträumt? Am besten du siehst dir keine Naturbücher mehr vor dem Schlafengehen an. Du bekommst davon nur seltsame Träume. Diese Gute-Nacht-Geschichte ist wohl besser. Äffchens Traumreise. Gute Nacht. Dieses neue Geräusch kam bestimmt nicht von einem Elefanten, der einfach nur herumging. Es kam von einem Elefanten, der... Was machte er wohl? Ich habe letzte Nacht wirklich kein Auge zugetan. Coco hatte noch nie bemerkt, wie viele Geräusche die Welt so machte. Er hatte noch nie so genau hingehört.
Das war der Balkon von der Wohnung über ihnen, wo der Nachbar wohnte. Mit seinem Elefanten. Um einen Teppich in dieser Größe zu transportieren, sind ein Mann und ein Affe das perfekte Team. Coco fand es prima, dass er seinem Freund, dem Mann mit dem gelben Hut, helfen konnte. Also, ich werde vorne gehen und ihn auf der Schulter tragen. Und du achtest hinten darauf, dass er nicht am Boden schleift. Achtung! Alles klar bei dir? Okay, ich lass ihn jetzt runter. Danke, Coco. Oh, das war wirklich eine kluge Entscheidung, mir endlich einen Teppich zu besorgen. Sah spannend aus, diese lange, dicke Rolle. Wie ein Rohr. Aber so sah es auch schön aus. Frau Professor Weisheit hat wirklich guten Geschmack. Dieser Teppich passt perfekt hierher. Oh, ich muss ein Foto machen und es ihr zeigen. Oh nein, bitte nicht. Ich habe tatsächlich vergessen, Batterien zu kaufen. Okay, ich bin gleich zurück. Sei ein braver kleiner Affe. Was für ein herrlicher Teppich. Vom Teppichschleppen kriegt ein Affe immer Durst auf Traubensaft. Viel Traubensaft. Dieses neue Wollding eignete sich garantiert, um die Füße zu kitzeln. Und bestimmt konnte man auch toll darauf hüpfen. Oh oh, dumme Sache das. Coco musste den Saft da schnell wieder wegkriegen. Und was jetzt? Seife. Seife macht alles sauber. Und mehr Seife macht noch mehr sauber. Schaumbad ist für den guten Geruch. Das war wohl doch zu viel Waschpulver. Okay, sehr gut. Aber irgendetwas fehlte. Wasser. Einen schönen Tag. Danke, ich wollte diesen Hocker hier kaufen. Ich glaube, er passt perfekt zu meinem neuen Teppich. Warten Sie, diese Beine gefallen mir nicht. Ich habe da so eine Befürchtung mit meinem neuen Teppich. Sie könnten Fäden ziehen. Aber da kann man doch Abhilfe schaffen. Ich tausche einfach diese Füße gegen andere aus. Das wird funktionieren. Es dauert nur ein paar Minuten, wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Eine atemberaubende Vorstellung. Ein Foto von meinem neuen Teppich und dem Hocker. Ha. Hatte ich erwähnt, dass ich einen tollen neuen Teppich habe? Coco brauchte jetzt nur noch den ganzen Schaum zu entfernen und dann würde er sehen, ob der Teppich sauber ist. Wie gut, dass er das Glas Saft entdeckte. Das hätte eine schöne Schweinerei verursachen können.
Zu gucken, wann der Mann mit dem gelben Hut nach Hause kam, war einfach. Wenn man so scharfe Augen wie Coco hatte. Denn kein anderer Mensch war so gelb. Naja, fast keiner. Coco freute sich immer, den Mann mit dem gelben Hut zu sehen. Aber ihn mit einem großen Geschenk zu sehen, war noch viel besser. Hallo, Coco. Wie war dein Vormittag? Warst du ein braves kleines Äffchen? Fein, so muss es auch sein. Moment mal, Coco. Das Geschenk ist diesmal nicht für dich. Es ist für Frau Professor Weisheits Geburtstag. Du kannst sehen, was drin ist, wenn sie es aufmacht. Heute beim Abendessen, versprochen. Abendessen, das war noch eine Ewigkeit hin. Er konnte doch schon einen kleinen Blick riskieren. Wenn du unbedingt was auspacken willst, komm in die Küche. Hier, stell dir vor, die Schale dieser Orange wäre Geschenkpapier. Dann kannst du was auspacken und mir dabei helfen. Orangenschale fühlte sich gar nicht an wie Geschenkpapier. Aber es war etwas Schönes drin. Vielleicht war die dicke Schale dazu da, dass man nicht nass gespritzt wurde. Die Zwiebelhaut fühlte sich schon mehr wie Geschenkpapier an. Aber es roch überhaupt nicht wie ein schönes Geschenk. Boah, kein Wunder, dass Käse eingepackt wurde. Die beiden Verpackungen waren zwar verschieden, aber in beiden war etwas drin, das furchtbar stank. War das Geschenk für Frau Professor Weisheit etwa aus demselben Grund verpackt? Coco, würdest du mir bitte einen Apfel schälen? Das war schon viel besser. Der Apfel duftete wunderbar. Ach, hör mal, Coco. Die anderen Früchte lässt du aber bitte so, wie sie sind. Das sind Frau Professor Weisheits Lieblingsfrüchte. Die habe ich extra für ihren Geburtstag gekauft. Coco, könntest du meine Hose für mich abholen? Ich habe sie im Kaufhaus umändern lassen. Hier, bitte. Keine Sorge, wir machen es nicht ohne dich auf. Warte einen Moment, ich bin in einer Minute wieder mit den Hosen da. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht gehabt. Mit dieser wichtigen Aufgabe dachte Coco schon gar nicht mehr an das. Prächtige, herrliche, wunderschön eingepackte Geschenk. Er fand nichts zu essen, nichts zu schnuppern. Einfach gar nichts. Das Einzige, was Coco fand, war ein Rätsel. Warum sollte man leere Schachteln verpacken? Coco konnte nicht abwarten, bis die Sonne seine Zeitung getrocknet hatte. Coco hatte doch Bill versprochen, alle Zeitungen auszuliefern. Wenn er das nicht schaffte, konnte Bill seinen Job verlieren. Vielleicht wusste der Mann mit dem gelben Hut, wo man trockene Zeitungen herbekam.
Und da vergaß Coco, nach vorne zu schauen. Glück, dass er seinen Helm auf hatte. Pech, dass das Fahrrad keinen hatte. Der Weg nach Hause war ein langer Weg für Coco. Hallo, Coco. Suchst du vielleicht jemanden, der dir dein Fahrrad repariert? Mich darfst du da nicht fragen. Aber nein, Clara kann das auch nicht. Komm mit. Sieh mal, meinst du, du kannst Kokos Rad wieder fahrtüchtig machen? Ich weiß, dass ich es kann. Ich denke, das kriegen wir wieder hin. Alles schien prima zu laufen, aber Coco fand, dass er auch mithelfen sollte. Ein Schraubenschlüssel. Coco wusste, wie man den benutzt. Das sieht gut aus. Als nächstes richten wir die Speichen. Großartig. Mal sehen, ob es wieder rund läuft. Ja, es dreht sich einwandfrei. Und jetzt noch der Schlauch. Aha, da muss ein Flicken drauf. Was ist denn der Schraubenschlüssel? Oh, danke, Coco. Nun brauchen wir nur noch ein bisschen Luft in den Reifen. Coco hatte nicht so viel mitgeholfen, wie er sich gewünscht hätte. Zuvor vielleicht noch ein, zwei kleine Korrekturen. Aber wie man eine Luftpumpe benutzt, das wusste er. Coco fuhr so schnell er konnte, um dem Mann mit dem gelben Hut von seinem Zeitungsproblem zu berichten. Coco, ich habe eine Überraschung für dich. Übrigens, Coco, Bill ist vorbeigekommen. Wie es scheint, haben wohl einige Leute ihre Zeitungen heute nicht bekommen. Ja, und eine alte Dame hat eine Ente in einem Zeitungsboot vorbeischwimmen sehen. Sie konnte noch nicht einmal die Schlagzeilen lesen. Da fiel Coco plötzlich ein, dass er dem Mann mit dem gelben Hut doch eigentlich von seinem Zeitungsproblem erzählen wollte. Halt die Luft an, Coco! Was hältst du davon, wenn wir einfach ein paar trockene Zeitungen kaufen und sie gleich austragen? Und so konnte Coco doch noch seine Tour vollenden. Genau wie ein echter Zeitungsjunge. Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder ein neues Fahrrad kaufen. Entschuldigung!